Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Agro-Ansage Nummer 3 von Agro Berlin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Agro-Ansage Nummer 3 von Agro Berlin, das Ganze im Dezember 2003 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, genauer gesagt ist es ein Sampler, der dritte Sampler aus dem Hause Agro Berlin, der Label-Sampler. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase, das Ganze kommt hier in Rot und Weiß. Hier lesen wir Agro Berlin präsentiert, Agro-Ansage Nummer 3, Agro bleiben. Und dann noch der Schriftzug von Agro Berlin. Ja, das Ganze kommt hier etwas weihnachtlich daher, also in Rot und Weiß. Und hier mit diesen Schneekristallen liegt eben daran, dass das Ganze im Dezember 2003 erschienen ist. Ja, mehr oder weniger ein Jahr danach, also im Dezember 2004, wurde das Ganze dann auch indiziert. Gibt auch eine entschärfte Variante, eine Ansage Nummer 3X. Aber das ist jetzt eben die reguläre, die dann im Dezember 2004 verboten wurde. Seitlich lesen wir Sido, Bushido, Beatite, IDS, Flair, die Sekte, also die Beteiligten, hier noch beschriftet. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 18 Stück an der Zahl. Dann haben wir hier noch Infos und Barcode. Und dann schauen wir mal rein. So, links haben wir das Booklet. Das holen wir gleich mal raus. Und schauen uns das an. Also das Cover. Dann haben wir hier einmal die Tracklist mit den Infos, wer daran beteiligt war, wer produziert hat, wer die Texte geschrieben hat. Können wir hier alles lesen. Dann die Credits zum Album. Und dann haben wir hier noch weitere Infos. Und wenn wir dann aufklappen, dann haben wir ein Posterbooklet. Also das Poster hier mit dem Cover nochmal in Großformat. Darunter die Beteiligten und die Internetauftritte. Und auf der Rückseite, also hier nochmal die Credits, die haben wir schon gesehen. Das Cover natürlich und hier dann noch die Rückseite des Booklets. Gut, das war's zum Booklet. Packen wir wieder zurück und kommen direkt weiter zur CD. So, hier haben wir noch Grüße und Danksagung. Ja, Shoutouts an diverse Künstler aus dem Agro-Umfeld und Beteiligte. Und die CD, die sieht dann so aus in Weiß und Rot in der Sägeblattoptik. Genau, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Sampler? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Agro Berlin und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.